Hello, Miss Fortune, how's my old friend, Mr. Misery? I've been away so long, I bet you thought you'd seen the last of me. I got no bed to rest my head, no doors or walls or window pane. Now all I needed was the rain. Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch etwas ganz Spezielles über Elvis anschauen. Und zwar handelt es sich dabei nicht um ein Buch, auch nicht um einen Film, auch nicht um eine CD und auch nicht um eine Langspielplatte. Worum könnte es sich denn dabei handeln? Wir schauen uns zusammen ein Spiel an, und zwar ein Puzzle von der Firma Aquarius. 1000 Teile hat dieses Teil, ist ab 14 Jahren empfohlen, mit Abmessungen von 51 x 71 cm. Als Sujet sind vorne auf dem Deckel, sieht man, sind verschiedenste Filmplakate von Elvis abgebildet aus den verschiedenen Ländern. Eine Art Collage wurde hier gemacht. Ihr seht hier den Boden mit den vielen Teilen hier, der ist rank gefüllt. Und dieses Spiel möchte ich jetzt mit euch zusammen, wollen wir uns das mal zusammensetzen und mal schauen, wie das dann wirklich aussieht. Zwischen Weihnachten und Neujahr hatten wir ja als glückliche Büromenschen hatten wir geschlossen, und das heißt, wir hatten frei, und somit konnte ich mir Zeit nehmen, dieses Puzzle einmal auszupacken und zu spielen. Ich habe das vor circa einem halben Jahr im Internet gekauft. Das kann man dort, aber es gibt da, was ich gesehen habe, gibt es verschiedene solche Puzzle mit verschiedenen Sujets von Elvis. Ja, ich fand das witzig und habe mir dann das geordert. Das kostet um die 30 Franken, meinte ich. War nicht gar nicht so teuer, 30 Euro oder 30 Franken, spielt ja keine Rolle, ist ja fast 1:1 im Moment. Ja, dann habe ich mich da hingesetzt und habe mir ein bisschen gute Musik reingehauen und dann das gespielt. Und wenn ihr jetzt zuschauen wollt, wie das geht, dann schaut doch bitte, bleibt doch bitte dran. Ihr könnt hier sehen, wie sich dann dieses Puzzle entsteht. Der Film dauert deshalb natürlich in etwa 8 oder 9 Stunden, das ist so, weil es ist relativ lange gegangen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe das ein bisschen gekürzt und mit dem Zeitraffer gearbeitet, damit das einigermaßen im Rahmen bleibt. Seht es euch an, es würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Look for the brightest lights in town. That's where you find me hanging around. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me.
fever when you hold me tight. Well, I quit my job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown, I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks, I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. I'd been standing on the corner since a quarter after seven. I was down to my last cigarette, and the clock in the window had a quarter to 11. Now I'm holding on to nothing, trying to forget the rest. I'm looking back on my life, see if I can find the pieces. So, ich hoffe, ja, euch hat mein Film über dieses Puzzle, Elvis Puzzle, gefallen. Vielleicht kann ich hiermit den einen oder anderen animieren, sich auch mal mit so etwas auseinanderzusetzen. Ich habe das noch witzig gefunden und finde generell auch Puzzle spielen noch etwas Schönes, weil das ist so, hat einen gewissen meditativen Effekt. Man muss sich konzentrieren und ist auch gut für das Hirn, habe ich das Gefühl. Und ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und wenn euch der Film jetzt auch gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like. Folgt doch meinem Channel, wenn ihr noch mehr über Elvis und seine Aufnahmen oder generell über gute alte Musik, Handmade-Musik erfahren möchtet, dann seid ihr bei mir hier richtig. Und sonst wünsche ich euch ein gutes 2023. Überhaupt möchte ich mich mal hierbei mal eine Lanze brechen und mich bei meinen Followern hier bedanken. Wir haben jetzt immerhin schon über 600 Leute, die hier meine Inhalte abonniert haben und sich für den Inhalt interessieren. Das ist doch sehr schön. Für mich eine motivierende Sache so, um weiterzumachen. Und ich möchte hierbei noch einmal allen diesen Leuten und euch allen, die mir hier zuschauen, nochmals herzlich Danke sagen. Ich wünsche euch allen ein gutes und erfolgreiches 2023 und wir sehen uns und long live the King. See you, ciao, bye bye. Euer DJ Fantastic. Macht's gut, bis zum nächsten Film. Tschüss. It's a matter